Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute einen Freund unseres Hauses hier, der eine Geschichte zu erzählen hat. Er selbst wurde konfrontiert mit einer schlimmen Diagnose, so wie ich es zumindest sehe. Und er hat einen Weg aus diesem Tal der Tränen gefunden und mich interessiert einfach, wie er das gemacht hat. Denn das wie er das gemacht hat, um aus dieser Krankheit wieder herauszukommen, kann ja vielleicht auch stellvertretend für Sie ein Weg sein, um bei Ihrem Genesungsweg vielleicht der ein oder andere Unterstützung durch das heutige Gespräch zu finden. Wir sind gleich wieder für Sie da, bleiben Sie dran. Ja, und jetzt darf ich Ihnen meinen Gast vorstellen, das ist der Karl Müller. Ganz herzlich willkommen, lieber Karl. Danke, Alexander. Du hast mir in einem unserer Interviews mal oben beim Kaffeetrinken gesagt, nein, das war beim Mittagessen, nee, ich wollte dich zum Mittagessen einladen. Du hast gesagt, ich esse nichts, ich esse nur Sauerkraut. Und Ich habe es mitgenommen. Und erst dann bin ich darauf gekommen, dass du ja tatsächlich da noch mittendrin warst in einer Behandlungsphase. Und vielleicht fangen wir von vorne an. Mit welcher Diagnose wurdest du konfrontiert? Ja, ich erzähle die Geschichte natürlich gerne, weil ich damit vielleicht anderen Menschen Denkanstöße geben könnte. Ich will nicht sagen, dass wenn etwas bei mir funktioniert, dass es bei anderen auch funktioniert. Aber vielleicht kann man vom Denkansatz etwas mitnehmen. Ich hatte 8 Polypen im Darm, wurden festgestellt. Und ich bin generell jemand, der nicht gerne Symptome bekämpft, nicht einfach operiert, sondern zuerst sich mal überlegt, woher kommt das? Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich halt elastisch federnde Schuhe herstelle als Lösungsansatz gegen orthopädische Probleme, bei degenerativen Krankheiten, bei Arthrose zum Beispiel. Da weiß ich, Arthrose kommt nicht einfach so angeworfen, das hat eine Ursache. Und mit unserer Methode, die Kibunjoya-Therapiemethode, kann man die Probleme bei der Wurzel packen. Mhm. Und als ich dann gehört habe, eigentlich hatte ich ja immer Magen brennen, dann auch Bauchschmerzen. Dann hat man mir gesagt, ich soll doch mal eine Darmspiegelung machen. Dann habe ich mich informiert über Darmspiegelung, habe ich auch gesehen, dass wenn man dort etwas findet, sogenannte Polypen, dass man die so mit einem heißen Draht rausschneidet. Und dann habe ich mir einen Arzt gesucht, der einverstanden war, im Voraus schon, das nicht rauszuschneiden. Weil ich habe gewusst, aus dem Internet und auch vom Hausarzt, der gesagt hat, wenn man die Polypen nicht rausschneidet, dann würden sich die in Krebs, dann würden die Ableger bilden und dann würde man Krebs bekommen. Und dann habe ich gesagt, ja, habe ich mir selber gesagt, ja, wenn ich solche Polypen haben sollte, dann habe ich ja sicher noch 2 Wochen oder 3 Wochen, 4 Wochen Bedenkzeit. Und muss nicht gerade dann überlegen, ob ich die rausschneiden soll. Und dann habe ich dann prompt, 8 Polypen gehabt. 4 große und 4 kleinere. Und ja, dann ist man ja gerne dann halt noch bei einer negativen Diagnose schockiert. Ich habe keine Angst vor dem Tod, grundsätzlich nicht. Also wie das dann mal ist, wenn ich merke, jetzt habe ich keine Atemluft mehr, weiß ich nicht. Aber eine Krebsdiagnose, ich habe eine andere Diagnose auch noch bekommen, Prostata. Ich habe über Jahre massive Bauchschmerzen gehabt und auch Symptome. Ich musste sehr, sehr häufig auf die Toilette, konnte immer nur ganz wenig Wasser lösen, auch nachts mehrfach. Und da war halt schon das Anzeichen Prostata, so im
das war damals im 68. Lebensjahr, vor 2 Jahren. Und dann habe ich halt so mal so einen Biomarker. Es gibt so eine neue Methode, das ist nicht nur der PSA-Wert im Blut, gibt so eine neue Methode von einem Biomarker, wenn der über 10 anzeigt. Achtung hier, wegen dann, dem Rauschen des Mikrofons. Danke, einfach ich glaube, ich habe es schön fixiert. Die Arme okay. Husten lassen, gerne. Okay. Danke. Dann dieser Biomarker zeigt an, wie groß die Chance ist, dass man, es ist noch keine Biopsie, weil auch Biopsie wollte ich nicht machen. Dann hat eben die Ärzte gesagt, es gibt so eine neue Methode, nicht nur PSA, Prostatavergrößerung zu messen, sondern eine Methode, die mit hoher Wahrscheinlichkeit anzeigt, ob man einen bösartigen Prostatakrebs hat. Und die war bei mir nicht ein bisschen über 10, sondern die war auf 72, also extrem hoch. Und sie hat dann gestaunt, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht zum Urologen gehen, sondern ich mache ja wegen meinem Darm sowieso eine Darmbehandlung. Ich habe dann auch übrigens in Videos von dir gesehen, vom Dr. Karl Probst, diese Methode gesehen, wo er sagt, man muss die Darmbakterien müsste man schauen, dass die gesund sind. Und dann habe ich dann begonnen, ich bin ja Selbstversorger, ich produziere 95% meiner Produkte selbst oder noch mehr. Dann habe ich dann vegan gelebt, etwas mehr als ein Jahr. Und die Hälfte meiner Ernährung war fermentiertes Gemüse selber. Ich pflanze, ich weiß nicht genau, wahrscheinlich etwa 20 Gemüsesorten an. Den einen Teil trockne ich an der warmen Luft, die durch die Sonne erwärmt wird. Und die andere Hälfte fermentiere ich. Und dann halb gekochtes Gemüse, getrocknet, wieder zu Gemüse verarbeitet. Die Hälfte Sauerkraut, das war so zu 90% meiner Ernährung. Dann habe ich noch Vitamin D genommen, dann ein bisschen Kupfer, Zink und was ich einfach halt so im Internet gefunden habe und auch vieles in deinen Sendungen gesehen habe. Und ein Jahr später, das war jetzt vor etwa 4 Monaten, habe ich dann wieder eine Darmspiegelung gemacht. Und übrigens noch habe ich dann das auch, ich kenne ja einige Ärzte, auch Kollegen, Freunde auch, und alle haben gesagt, das ist irreversibel. Also Polypen gehen nicht zurück. Das weiß man aus der Schulmedizin, Polypen, das ist ein irreversibler Prozess, das kann nicht rückgängig gemacht werden. Und ich habe einfach ein gutes Gefühl gehabt bei dieser ganzen Methode. Und habe auch gemerkt, die Bauchschmerzen nehmen ab. Ich habe auch Rückenschmerzen bekommen, was ich sonst eigentlich kaum hatte, dank dem elastisch federnden Gehen. Habe parallel noch einiges gemacht an Faszientherapie selber. Da gebe ich ja auch Kurse. Dann auch Stretching, Muskellängentraining. Das ist so wie Dehnungsübungen. Ein Jahr lang und ganz, ganz konsequent so weder Zucker noch Kohlenhydrate. Also ich habe auch in den Gemüsen, im Gemüse drin hat es ja auch ein bisschen Kohlenhydrate. Ja, auch in den Karotten und Kartoffeln habe ich keine gegessen. Süßkartoffeln ein bisschen, da hat es auch ein bisschen Kohlenhydrate drin, aber sehr, sehr wenig. Und durch die Fermentation wird es ja noch weniger. Durch die Fermentation wird es weniger und die Mikroben, die wandeln ja das Salz, das man verwendet in der Fermentation, das Salz zusammen mit den natürlichen Stoffen wandelt es in Vitamine auch um. Vitamin C hat zum Beispiel, Sauerkraut hat viel mehr Vitamin C als der Kohl und der Kabis. Und siehe da, bei der Darmspiegelung war alles weg.
komplett weg. Nach einem Jahr? Nach einem Jahr. Vielleicht wäre es nach 6 Monaten schon weg gewesen, ich weiß es nicht. Es war weg. Und ich habe mir nichts ausschneiden lassen und bin so dankbar, dass das funktioniert hat. Wobei ich eben, wie eingehend schon gesagt, nicht jetzt einfach behaupte, machen Sie nichts. Ich glaube, man muss im Leben, soll man das tun, bei dem man ein gutes Gefühl hat. Ja, es war jetzt einfach auch dein Weg, aber genau das den möchten wir heute auch schildern. Und die Prostata, wie hat sich da? Das weiß ich nicht, die habe ich nie angeschaut. Diese Prostata-Werte, das ist ein guter Hinweis, die müsste ich mal nochmals messen. Die waren bei 72 am Anfang. Dann nach etwa 2 Monaten war es bei gut 50. Und die habe ich jetzt nicht mehr gemessen. Aber ich habe sie auch nicht, habe nicht mehr den Eindruck gehabt, ich müsse sie messen, weil die Symptome sind weg. Also heißt, dieses häufige Wasserlösen, dieses kaum mehr Druck und so. Das ist nicht mehr so wie mit 30, aber vielleicht so wie mit 40, 45, 50. Also nicht wie 70. Mhm. Das ist sehr massiv besser geworden. Aber das werde ich mal noch machen. Aber mein Eindruck sagt mir, das ist auch weg. Hm. Weißt du, ich finde das so das Besondere daran, auch wenn ich mich mit anderer Seite auch schon mit fermentierten Nahrungsmitteln beschäftige, das ist eine Medizin, die heutzutage eigentlich nicht mehr auf unserem Schirm steht. Und das ist ja etwas, was ich selbst als Betroffener anwenden könnte, wenn mir das jemand sagt. Du bist jetzt darauf gestoßen über deine eigene Recherche. Also was hast du für Lektüren gefunden, die gesagt haben, jetzt mach mal zuerst das? Grundsätzlich glaube ich halt, dass Gott unser alles, was wächst in der Natur, dass er das so gemacht hat, weil es so gebraucht werden soll. Mhm. Und halt nicht verpackt, processed food, also dieses verpackte Zeug alles. Da bin ich halt von Haus aus schon nicht so, weil ich eben glaube, dass Gott das so gemacht hat, damit wir es so essen. An apple a day keeps the doctor away, sagt man ja, oder? Ein Apfel, übrigens Äpfel. Ich produziere das noch schnell, Fenster auf, Fenster zu. Ich produziere vielleicht etwa 600 Liter Süßmost, etwa 150. Das friere ich ein, auch für die Kinder. Da hat es ja viel Zucker drin, das trinke ich nicht so. Das fermentiere ich vorher teilweise zu 50%, 60%, 70%. Das so halb Alkohol, halb Zucker noch drin ist. Und dann nehme ich ab und zu einen Schluck davon, weil ich, das ist ja Apfel. Und dann halt auch wieder fermentiert. Und einen Teil wandle ich komplett um in Alkohol, den lasse ich dann stehen, dass der Alkohol ein bisschen verdampft, und dann trinke ich ein Glas, statt ein Glas Wein, trinke ich ein Glas von diesem Apfelwein. Das ist so, der ist ziemlich sauer, so wie die Bauern ihn früher gemacht haben, wie man ihn aus dem Keller geholt hat. Im Kanton Thurgau hat man das Saft genannt, nennt man heute noch Saft. Und da gibt es eine Geschichte von meinem Großvater, der war 1918 war der ganz schwer an der spanischen Grippe erkrankt. Er war 1892 geboren, also 26. Da sind so viele im Dorf und in Arbon gestorben. Vor allem sind die gestorben, die ins Lazarett nach Arbon gegangen sind. Ihn wollte man zu Hause sterben lassen. Ist der uralte Dr. Spengler bei ihm vorbeigekommen und hat gesagt, sie haben schon die Beerdigung vorbereitet gehabt. Das habe ich gelesen im Lebenslauf von meinem Vater, den er handschriftlich selber geschrieben hat. Haben sie gesagt, sie sollen ihm doch noch, bevor er stirbt, sollen sie es noch mit Saft versuchen. Haben sie im Keller Saft geholt und haben ihn sozusagen mit diesem Apfelwein ernährt. Und nach 3 Tagen war er komplett geheilt von dieser spanischen Grippe. Und irgendwie verbindet mich diese Geschichte auch noch. Und darum trinke ich jeden Tag ein Glas Apfelwein und habe auch ein ganz gutes Gefühl dabei. Halt wieder das Gefühl, ich glaube, man muss im Leben viel mehr auch das tun, wo man ein gutes Gefühl hat,
wenn man ein gutes Gewissen auch dabei trägt. Ich habe schon einige berühmte Ärzte hier gehabt, wie der Herr Probst, der Herr Dahlke oder eigentlich ein Bircher Benner. Und die sagen ja alle wirklich, dass das eine sehr entscheidende Rolle spielt, die Ernährung im Bereich, wenn man krank ist, um wieder gesund zu werden, aber auch, um es zu verhindern. Dein Weg hat jetzt aber nicht nur die Rohkost und nur Gemüsevariante, sondern du hast Fermentiertes genommen. Und das ist ja meiner Erachtens ja noch eine Stufe besser, denn die Bakterien haben es gegessen und sie haben eigentlich das Nahrungsmittel schon darmfreundlich verarbeitet. Und jetzt kommt das eigentlich da runter. Es ist eine basische Kost, meiner Erachtens. Also es ist ja ein Elektronenüberschuss. Das heißt, wenn der Mensch eine Batterie ist und ich gebe Elektronen rein, dann ist ja das ein Prozess Richtung Selbstheilung. Und du hast den Weg über Sauerkraut gemacht. Ja, wobei, genau, also ich sehe alles genau wie du. Sauerkraut versteht man halt, dass man Kohl fermentiert. Und ich fermentiere halt nicht nur Kohl, sondern alles. Kohl auch. Karotten, dann Randen, also rote Beete, dann ja, alles Gemüse, was ich habe, Fenchel, Kohlrabi, alles, was ich, außer die Süßkartoffeln, die tue ich in den Ofen rein und esse die so. Was ich festgestellt habe, wenn ich dann zu viel ungekochtes Gemüse, Rohkost esse, das tut mir persönlich nicht gut. Ich mische dann immer ins Sauerkraut, respektive in dieses fermentierte Gemüse, mische ich einen Teil, was es halt im Moment hat im Garten. Im Moment hat es noch Kohl, Fenchel und Kohlrabi. Das ist jetzt zu dieser Zeit im Dezember vor Weihnachten alles, was es noch hat. Und wenn es dann nichts mehr hat von dem, dann mische ich dieses getrocknete Gemüse, was so fast ein bisschen wie Pulver ist, fast ein bisschen pulverisiert, dann mische ich das ins fermentierte Gemüse rein, damit ich immer so eine Mischung habe zwischen Rohkost, fermentiertem Gemüse und auch noch das gekochte Gemüse. Also, was mich so fasziniert ist, ich hatte die Frau Dr. Med. Anne-Katharina Tschocke. Das ist so eine Expertin in Sachen Bakterien im Körper. Sie hat viele Bücher geschrieben über effektive Mikroorganismen. Sie behandelt dazumals auch Menschen sehr viel nur mit EM, also mit Bakterien. Und sieht einfach, dass das System Mensch einfach unfassbar viele Datenströme über Bakterien austauscht und dass die Bakterien eine Schlüsselstelle sind auch für unsere Gesundheit. Und sobald irgendwie das ein oder andere nicht mehr stimmt, stimmt auch das Milieu der Bakterien nicht mehr. Und deshalb arbeitet sie mit Bakterien und über fermentierte Nahrungsmittel, die du ja bewusst nicht pasteurisiert hast, das heißt nicht abgetötet. Auf keinen Fall, genau. Hast du diese lebendigen Bakterien eben mitgegessen. Das heißt, du hast eine Darmsanierung gemacht. Und jetzt heißt es ja immer so schön, Gesundheit kommt aus dem Darm oder jede Krankheit kommt aus dem Darm. Aber du hast deinen Darm gesund gemacht. Und durch einen gesunden Darm haben sich die Polypen verabschiedet und auch das Missverhältnis innerhalb der Prostata. Ja, also das sehe ich genauso. Und das ist mir auch beim Studieren im Internet so rübergekommen. Und darum habe ich es ausprobiert. Und siehe da, es hat funktioniert. Darm gesund, Mensch gesund. Ja, ich bin enorm dankbar, dass das funktioniert hat. Und ja, es war ein bisschen ein lebensriskantes Unterfangen, aber ich habe immer ein gutes Gefühl dabei gehabt. Ich habe den Eindruck, sonst hätte mich Gott gewarnt und gesagt, pass auf, übernimm dich nicht. Man kann dabei ja auch, wenn sowas gelingt, könnte man in einen Stolz reinkommen. Und das ist nie gesund. Und darum, ja, ich glaube nicht, dass das jetzt die Lösung ist fürs Leben. Aber ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger Teil, dass man auf diese Darmgesundheit schaut und dass man probiotisch eben isst.
Und halt auch bei das aus dem Probiotik wird ja auch ein Riesengeschäft gemacht. Also da kann man auch bei probiotische Joghurt und kleine, völlig überteuerte, so kleine Fläschchen kaufen. Ich glaube, da wird im Moment, ist das eine Welle und wird ein Riesengeschäft gemacht. Nee. Oder auch beim, dafür kosten die EM fast gar nichts. Ja, genau. EM, da bin ich, das nutze ich ja auch im Garten. Das überzeugt mich wiederum, weil das, die Bakterien, die suchen einen Wirt, die wollen, und übrigens auch die Viren, die wollen uns nicht töten, die wollen mit uns zusammenleben. Und wir brauchen sie und sie brauchen uns. Mhm. Und darum diese Reiztherapien, was halt in der Medizin auch gemacht wird, wo man versucht, die zu töten. Warum denn Bakterien töten? Warum denn Viren töten? Ich muss doch die Bedingungen in meinem Körper so ändern, dass die Schlechten verschwinden und die Guten sich bei mir einnisten wollen. Jetzt kommen wir wirklich in einen entscheidenden Punkt rein, oder? Das heißt, wenn ich jetzt Nahrungsmittel esse, als, sagen wir mal, als Patient mit Konservierungsmitteln, dann konserviere ich ja auch die Bakterien. Ja, das heißt, mein Darmmilieu wird dadurch ganz sicher nicht besser. Das heißt, wenn der Darm eine gesundheitlich relevante Entscheidung oder einen Beitrag hat, dann sollte ich alle Konservierungsmittel sicher nicht essen. Dann kann ich mir frisches Essen kaufen, aber wenn es pasteurisiert ist. Ich habe Sauerkraut gesucht in vielen Läden. Die meisten sind alles fermentiert. Ja. Jetzt habe ich es aber gefunden. In der Schweiz, der große Handel mit einem C vorne dran, habe ich es gefunden im Regal. Mhm. Und zwar steht wirklich Sauerkraut nicht pasteurisiert. Mhm. Die Haltbarkeit ist zwar nicht so lange, aber es lebt. Das ist eben das Problem. Die Leute wollen nicht an die Haltbarkeit denken müssen. Es soll unendlich lange haltbar sein, weil es viel einfacher ist zum Kochen, zum Anwenden. Mhm. Aber da sehe ich wirklich ein Problem und viele, viele Zivilisationskrankheiten, glaube ich, hängen mit dieser Ernährung zusammen, wo halt alles haltbar gemacht wird. Ich glaube auch noch, das Verständnis, unser Hygienewahn hat uns auch abgetrieben von Nahrungsmitteln, die noch Bakterien drin haben, weil wenn ich das jemandem erzähle, Lebensmittel mit Bakterien drin, dann ist das ja auch schon ein rotes Tuch. Wir haben dieses Bewusstsein nicht mehr, was meine Mutter oder die Großmutter noch hatte mit diesen Gläser, Einmachgläser in der Küche, oder? Wo man Lebensmittel haltbar gemacht hat, aber das ist ja weg. In meinen Sauerkrauttöpfen, das sind im Keller, das sind 20 Töpfe, je 20 Kilo drin. Wenn man die aufmacht, das sind so Pilze obendrauf. Also das teilweise könnte man denken, das ist Grünspan oder das ist irgendwie ein Schimmelpilz oder so. Und das muss man halt unterscheiden können. Mit dem Duft, mit dem Auge und wissen, dass das ein Champilz ist. Und dieser Champilz, das ist ein sehr gesunder Pilz, den brauchen wir. Pilze sind eben auch können auch gesund sein. Und ich glaube, das braucht auch ein bisschen ein Know-how, wenn jemand selber sagt, ich beginne jetzt mit Fermentieren. Da gibt's ja viele Videos. Ich bin ja selber kein Fermentierspezialist. Jetzt mit der Zeit bin ich zu einem geworden. Aber da gibt's viele, viele Videos, auch auf YouTube und anderen Kanälen, die auch solche Sachen dann erklären. Und da lernt man ein bisschen wieder anders zu denken. Eben sogar einen Pilz zu sagen, doch, das kann ich essen oder lernen. Bei Esswaren nicht nur das Ablaufdatum anzuschauen, sondern vom Geruch erkennt, ob das gesund ist, ungesund, abgelaufen, noch haltbar. Ich glaube, da ist viel verloren gegangen, auch an diesem. Auch. Und eben auch die Freude. Ich meine, wenn man sowas fermentiert, wie du es machst, hast du ja richtig Spaß daran, oder? Ja, das ist ein, ja. Ja, und wenn man es dann noch selber isst und weiß, was da für Arbeit drin steckt, ich glaube, das ist eine ganz, ganz andere Beziehung zum Lebensmittel oder eben auch umgekehrt, oder? Es heißt ja so ein schöner Spruch, lass Nahrung deine Medizin und Medizin deine Nahrung sein.
vom Amen. Hippokrates, genau. Ein uralter Satz, meiner Erachtens so bedeutsam und so fern heutzutage. Wir reden alle, Nahrung ist gesund, wir sollten darauf achten, aber wie sie genau aussehen sollte oder wie man fermentiert. Ich glaube, ich muss mal einen Fermentationskurs im Fernsehen anbieten, damit wir da die Angst verlieren, diesen Widerstand ablösen und einfach zu Hause mal ein bisschen fermentieren. Ja, im Fermentieren liegt wirklich sehr viel drin. Es ist wirklich etwas sehr, auch wie du gesagt hast, Freudiges. Man kann etwas zu Hause selber herstellen. Vielleicht kauft man das Gemüse im Geschäft, aber wie man sieht, wie das wächst und dann auch erkennt, obendrauf, auch wenn das nicht so schön aussieht, das muss man gar nicht wegwerfen. Wenn man lernt, auch mit diesen Bakterien, Pilzen umzugehen und sogar zu erkennen, dass sie einem sehr, sehr nützlich sind. Ich danke dir ganz herzlich, lieber Karl Müller, dass du uns deine Geschichte erzählt hast und wünsche dir weiterhin auf deinem Leben alles Gute. Ich glaube, wenn du so weitermachst mit der Ernährung, wirst du 100 locker. Das weiß man nie. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Sendung soll Sie auf gar keinen Fall abhalten, den Gang zum Arzt zu besuchen, aber bitte nehmen Sie doch diese Informationen dringend einfach mit und fragen Sie einen Arzt, ob er einverstanden ist, dass Sie in Ergänzung zur Therapie oder Medizin, was Sie auch immer machen mögen, auch diese Ernährung mit einbeziehen möchten, nämlich fermentierte Nahrungsmittel, nicht pasteurisiert, frisch zubereitet, Ihnen einfach zu führen, um mit dem ganz klaren Ziel, dass diese Energie, diese Elektronen, diese Kraft, dieses Leben nicht nur Ihren Darm saniert, sondern eben auch mithilft, die Krankheit zu besiegen. Und das würde ich mir ganz von Herzen wünschen. Vielleicht kann man auch mal die eine oder andere Therapieform in Absprache mit dem Arzt 6 Monate nach hinten schieben und mal schauen, wie es so läuft, nur über die Ernährung. Aber bitte, bitte, bitte immer Absprache mit Ihrem Arzt. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, gutes Gelingen auch. Bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.